Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und ich weiß jetzt hier nicht, ob das die Folge 52 oder die Folge 53 ist, denn ich habe eben gerade 52 aufgezeichnet, habe aber dann, als ich das die Aufzeichnung beendet habe, gesehen, dass in dem Programm bei der Aufzeichnung kleine Bildfehler aufgetreten sind. Das heißt, die Aufzeichnung kann kaputt sein. Ich habe eben kurz reingeschaut. Eine Sequenz ist auf jeden Fall gestört. Wenn das jetzt die ganze Zeit aufgetreten ist, dann kann ich die Aufzeichnung nicht bringen. Und dann werde ich das jetzt hier vielleicht kurz zusammenschneiden und euch die Tore oder sowas zeigen. Dann ist das hier die Folge 52. Falls es aber überwiegend in Ordnung war, dann habt ihr es schon gesehen. Und dann sind wir jetzt hier in Folge 53. Egal. Ich bin gerade momentan hier voll im Liga-Fieber. Denn ich will jetzt hier auf jeden Fall weitermachen. Ich merke, dass es in Liga 3 auf jeden Fall schon richtig, richtig schwer wird. Und das finde ich in dem Maße dann auch sehr reizvoll. Deswegen möchte ich jetzt hier weitermachen. Und das letzte Mal habe ich mit dem Team hier mit Tevez und Lacazette gespielt. Das läuft irgendwie noch nicht so wirklich rund. Ich glaube, das werde ich einfach verkaufen. Entscheide ich jetzt mal gerade einfach so. Werde ich demnächst verkaufen. Oder, naja, mal gucken. Also es wird mal wieder Zeit für ein neues Team. Und dann werden wir mit dem alten Team quasi spielen. Aber nicht mit dem Team, weil da sind die Koreaner auf der Bank. Sondern mit dem Team hier. Und Koulibaly müssen wir dann in die Reserve stecken. Wie sieht es hier chemietechnisch, nicht chemietechnisch, fitnesstechnisch aus? Alle 99. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz den Außenverteidigern die Anweisung geben, dass sie hinten bleiben sollen. Das mache ich jetzt dann zurzeit aktuell schon. Und ansonsten können wir einfach direkt... Ups. Können wir einfach direkt weitermachen, bevor ich den Controller hier auf den Boden fallen lasse. Und ich hoffe, dann haben wir auch gleich einen Gegner gefunden. Und da ist es auch schon soweit. Der Gegner ist da. Hala Madrid, okay, als Squad-Name. Schauen wir nochmal ganz kurz natürlich wegen der individuellen Taktik. Das ist die aktuelle, die ich spiele. Da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Und der Gegner in einem 4-1-2-1-2 hat auch ein Serie A-Team zu großen Teilen, aber hat Hulk als ZM und Kantreva. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er hat das nicht ganz verstanden mit der 4-1-2-1-2-Formation, dass er gerade die enge Variante spielt, weil er spielt LM, nee, er spielt zwei RMs in einem System, wo er zwei ZMs hat. Also er wird auf jeden Fall chemietechnisch besser dastehen, wenn das das breite 4-1-2-1-2 wäre. Und dazu noch natürlich noch der Fall, dass er hier Hulk als RM eingesetzt hat. Naja, egal. Er hatte dann noch Dumbia und Dybala. Und, ja, das ist natürlich pacig. Aber davon lassen wir uns hier mal nicht aufhalten, ne? Oder irritieren. Dann haben wir ein schönes leere Grätschen. Das machen wir mal. Das ist unnötig. Wenn ich aber hier den durchspielen möchte, möchte er. Das klappt aber nicht. Können wir hier rumlegen? Ja. Können wir hier vielleicht einen Doppelpass ansetzen? Ne, nicht wirklich. Das, oh, da geht da richtig Aggro drauf. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Da hier mit Miranda. Das ist halt auch geil. Das ist sein Innenverteidiger. Mit dem will er da ins feine Dribbling gehen. Okay, wenn du Bock drauf hast, dann go for it, weil ich denke eigentlich nicht, dass das... Komm, Mertens jetzt hier. Und dann auf Aubameyang, aber leider geht der nicht durch. Oh, das ist natürlich ein krasser Fehlpass. Und Dybala schlänzt den, aber Neto hat den. Ich habe den jetzt einfach geschlänzt, weil ich gedacht habe, boah, Dybala macht die immer alle rein. Dann probiere ich das jetzt einfach mal. Auch aus der Position, wo ich wusste, dass das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Oh, Sokrates war nicht... Oh, Zeit für eine Flanke dann. Wollte eigentlich grätschen. Schön, 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 schön. Ah, ist okay. Hauptsache, wir kommen den oder lassen den Gegner hier nicht ins Spiel kommen. Das gefällt mir. Och! Was ist das denn? Da standen doch eben gerade noch zwei Leute von mir. Ah, da habe ich jetzt gerade irgendwie gepennt. War irgendwo gerade nicht gedanklich da. Mann, Alter, ich wusste das. Dass er in die Mitte zieht. Das war so offensichtlich, wie er sich bewegt hat. Komm, holen wir den mal dazu. Ja, feine Nummer. Aber es sind so viele von den Gegnern da. Doch nicht weg, du Affe! Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, dass er da weggeht. Ah, schade. Ich habe was probiert, aber es hat nicht geklappt. Ja,
Ich bin irgendwie gerade nicht... Wow, das war super knapp. Ach Gott, ich hasse diese Bälle. Die... Ach komm. Und den schießt er mir dann mit dem Baller aus 25 Metern rein. Oder lass es 30 sein. Anstatt... Ach komm. Da war jetzt gerade so viel kaputt an dieser Szene. Allein es fängt an, dass dieser Ball auf die Baller ankommt, obwohl er so einfach abzufangen war. Einfach schon total kaputt. Ich bin heute offensiv nicht ganz auf Zack. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das habe ich nicht gut gemacht. Muss ich ganz ruhig machen, weil auch dieser Gegner sehr viel Druck macht. Kann ich hier rumlegen? Ja. Auf Merten spielen. Sehr schönes Teil. Nö, Aubameyang. Geh halt nicht hin. Einfach Bullshit gerade wieder. Es war so ein einfacher Ball, den Aubameyang hätte rausspielen können, wenn er hingegangen wäre. Ist aber nicht hingegangen. Das Spiel ist schon wieder sehr ärgerlich bis jetzt gelaufen, muss ich klar sagen. Komm, den haben. Den haben und dann was machen. Nein! Den darf ich mir nicht abnehmen lassen. Ach komm. Ach. Das hat er gut gemacht, schöner Schlenker. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt den, oh come on, Aubameyang. Ist das schlecht von mir. Das war nicht optimal gelöst. So viel kann ich verraten. Ich war der Überzeugung, wenn ich am Torhüter vorbeikomme, dass dann der Torhüter zumindest sich auch hinlegen wird und ich wirklich an ihm vorbei bin, aber der Torhüter ist nicht auf den Boden gegangen, weshalb ich dann damit nicht durch war. Und das hat dann in meinem Plan nicht ganz reingepasst. Oh, das ist schön. Und es wird leider nicht belohnt. Schade, schade, schade. Fand ich richtig schön gespielt. Könnte man Foul geben. Tut er nicht. Schade. Kein Problem. Lass ihn einfach an mir vorbeilaufen. Alter. Rafft das nicht, dass dieser Berberspin eigentlich nicht so gut kommt, ne? Ach man, das ist ehrlich, dass ich jetzt gerade mit Aubameyang da das Tor nicht gemacht habe. Und jetzt hier, komm, durchgeben. Oh, den muss er einfach nur irgendwie nach vorne spielen. Und dann ist der schon, kann er den eigentlich schon aufnehmen oder bekommt den einfach. Ah, ich bin schon wieder viel zu viel am Hadern in dieser Folge. Ich weiß das jetzt schon. Aber es, oh, jetzt, komm. Das muss jetzt wirklich, ja, der ist schneller als ich oder was? Ja. Das ist wichtig. Weißt du, wenn es ansonsten nicht klappt, dann wenigstens ein richtig dreckiges Tor. Weil das natürlich ein fahrlässiger Fehler von ihm ist. Aber so ein Tor habe ich jetzt gebraucht. So ein Tor habe ich jetzt auf jeden Fall gebraucht. Weil ich habe ansonsten gerade alles Gute schon vorher so immer hart verkackt. Und dann hat es endlich mal geklappt. So. Schön. Kann auch mit Tempo aufnehmen. Fein. Ja, und den macht er. Den macht die Baller einfach immer. Da ist das 2:1. Schöne Nummer. Sehr gut. Und jetzt fühlt sich das Ganze schon sehr, sehr viel besser an. Weil ich jetzt aus wirklich zwei sehr magischen... Wow. Hä? Das verstehe ich nicht. Also es fühlt sich natürlich jetzt noch besser an, weil ich gewonnen habe. Aber glaube ich zumindest. Ja, ich bekomme die 3 Punkte. Aber warum geht denn der Gegner raus? 45 Minuten, der liegt jetzt 2:1 hinten. Naja, das war, das ist immer für mich extrem schwer, solche Spiele. Da habe ich einfach so ein unglaublich schlechtes Gefühl dabei, weil ich weiß, ich habe schon in so vielen Situationen etwas besser machen können. Von daher war das gerade sehr schön, dann aus dann so zwei einfachen Situationen wenigstens dann den Maximal raus, so nämlich 2 Tore.
Und ja, komisch, dass der Gegner jetzt rausgeht. Ich gucke mal ganz kurz, wie es zeitlich aussieht. Ich glaube, ich kann direkt einfach weitermachen. Und dann machen wir noch direkt das nächste Spiel. Ja, suchen wir uns den Gegner und dann sehen wir uns gleich, wenn ich den habe. So, das ist jetzt der Fall. Dalla. Oh, Unam-Trikots. Oh la la. Na, was da wohl dann für ein Team dahinter steckt. Ja, Özil am Start. Und ich muss sagen, Özil finde ich irgendwie unglaublich unangenehm zu spielen gegen ihn. Gutes Dribbling, starke Pässe. Das, weiß ich nicht, macht mir nicht ganz so viel Spaß. Matic auf der anderen Seite macht mir auch nicht so viel Spaß, gegen ihn zu spielen. Extrem körperlich stark. Hat schon ein gutes Team. Aber muss mal gucken, dass man die Spieler von ihm gut in den Griff bekommt. Oder sich halt entsprechend anpasst. Hup. So, das hat jetzt nicht so gut geklappt, deswegen habe ich das mal abgebrochen. Das sah nach Einbahnstraße aus, in die Richtung, wie es sich da entwickelt hätte. Oh, was mache ich denn da? Ich spiele ganz verrückte Sachen, aber ist kein Abseits? Doch, ist Abseits. Ich wollte eigentlich schon mit dem ersten Pass auf die Baller spielen und nicht jetzt dann mit dem anderen da. Aber fand ich von der... Wow. Krasses Teil. Nein. Ist, wenn er darauf sein Spiel gleich reduziert, dass er dann einfach probieren wird, mit seinen Flügelspielern durchzulaufen. Okay, cool. Mag ich solche eindimensionalen Sachen. Und jetzt wieder... Oh, wieder Aubameyang reinholen. Aber im letzten Moment fängt er den Pass ab. Das war so krank wichtig. Okay. Und es ist faul. Enge Entscheidung. Aber nehme ich an, Mertens, den könnte ich mit ihm sogar reinmachen. Aber jetzt hat er ihn auf die Linie gestellt. Ich lasse mal einen durchlaufen. Das gefällt mir viel, viel besser. Und dann noch die Baller. Das gefällt mir noch viel besser. Aber jetzt holt er hier. Na, jetzt steht da wieder einer. Das ist doof. Aber ich kann den probieren auch einfach mal anzuchippen. Probiere ich jetzt einfach mal hier. So, und rein! Nee. Nicht wirklich. War nicht mal wirklich knapp. Bin noch nicht... Bin noch nicht wirklich in den Kombinationen drin, ne? Kommt mir zumindest so vor. Wie bekommt er den in den Fuß mit Willian? Das verstehe ich nicht. Ohne, dass da ein Spieler von mir dran ist. Oh, leider ins Leere getackelt. Ich wollte auch gar nicht... Ach Gott. Jo. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn Özil mit dem Seitfallzieher in die verkehrte Richtung mit dem falschen Fuß mir den reingeschossen hätte. Da wäre ich überrascht. Oh, das ist locker. Was mache ich da? Da wäre ich überrascht gewesen. Macht hier gut Druck. Steht sehr hoch. Deswegen, ich suche hier super safe Anspielstationen aus. Ja, das gefällt mir. Oh, diese Abfangaktion ist richtig mies. Weil sie schon echt extrem gut ist. Na, habe ich jetzt kurz was anders gesehen. Ja. Ah, das ist kacke. Das doofe an Boni. Der ist so körperlich stark, dass er sich dann in diesen Situationen auch noch durchsetzt, obwohl er eigentlich zweimal der Ball weg ist. Gut. Ich habe letzte Zeit irgendwie, finde ich, recht viele Kopfballtore gegen mich bekommen. Ich froh bin, dass das... Ach Mann, ich wollte doch nicht auf den spielen! Ach komm! Alles klar. Ja. Ich möchte auf den spielen, wo ein Gegenspieler steht. Nicht der, wo ich hinziele, der frei ist. Nein, nein. Auf den, der gedeckt ist. Und dann schießt er mir den auch noch so rein. Alles klar.
irgendein Bullshit. Kein schönes Tor. Kann mich überhaupt gar nicht drüber freuen über das Tor. Das hätte nichts mit mir zu tun. Nichts. Kann ich mich nicht drüber freuen. Ich meine, wenn, das war nicht mal ein, also, und das war nicht mal ein Fehler vom Gegner. Ich meine, wenn es ein Fehler vom Gegner ist, okay. Wenn ich was gut gemacht habe, okay. Wenn ich mir irgendwie in irgendeiner Form erarbeitet habe, verdient habe, ja, aber das Tor, das war nicht der Fall. Das ist ein schlechter Pass zum Beispiel von ihm raus. Wenn ich jetzt hier ein Tor mache, dann kann man sagen, okay, das hat er nicht optimal gelöst. Aber eben gerade, das war einfach nur... Wow, stark von Manolos. Krass, dass es kein Foul ist. Und krass, dass das gegen Boni funktioniert hat, weil Boni halt eigentlich echt eine krasse körperliche Stärke hat, weshalb das eigentlich nicht so gut geht. Solche Sachen. Kann mir jetzt gerade mal wieder einer irgendwie vernünftig erklären, warum die Baller an diesem Ball vorbeigelaufen ist. Das verstehe ich zurzeit einfach an FIFA 16 nicht. Diese Sachen, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe es nicht. Warum läuft die Baller an diesem Ball vorbei? Der ist nicht schnell, der ist nicht überraschend, der ist... Keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum der an dem vorbeiläuft. Und solange solche Sachen im Spiel drinne sind, ist halt kacke, wie ich finde. Gucken, ob wir jetzt vielleicht auch aus der Situation was machen können. Ja. Ja. Ich möchte nicht die ganze Zeit meckern, deswegen sage ich jetzt nicht. Man muss mal schauen, in welche Position sich hätte Aubameyang begeben können und wo er sich hingestellt hat. Naja, schade. Ich hätte wahrscheinlich auch mit Dybala einfach schießen sollen ins kurze Eck. Achtung. Ich wusste schon, es wird direkt gefährlich. Ich bekomme jetzt so viele, ja, Kopfballtreffer über Ecken. Martin hat nicht sonderlich einen guten Schuss, deswegen weiß ich nicht, ob das da die beste Idee ist. Komm, die Baller. Jawoll, da läuft er doch mal richtig fein in den Raum. Ich wollte jetzt gerade noch einen Skill-Move eingeben, dann wäre ich vielleicht, hätte ich die Gelegenheit unter Umständen gehabt, Matic auszuweichen und dann halt durch zu sein, weil die anderen Verteidiger ja alle nicht mehr da waren. Den nehme ich. Dankeschön, abgenommen. Der Name wieder mit einer ganz glänzenden Ballannahme. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Das wäre richtig geil gewesen, wenn ich da meinen Spieler angespielt bekomme und dann einfach aus 15, 14, 12 Metern aufs Tor schießen kann. Hier, ich habe wieder so viel Ballbesitz. Liegt einfach daran, dass wieder der Gegner so viel Druck macht. Olle! Auch nicht schlecht. Bringt halt nur nichts, aber ansonsten. Ja. Ja. Ah, da geht er gut drauf. Geht er gut drauf. Oh, 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 oh. Das hätte ziemlich in die Hose gehen können. Komm, der kann geil kommen. Ja, kommt er leider nicht. Ich würde ihn andersrum spielen. Da hatte ich richtig antizipiert. Das war richtig eng geworden. Opa, das war jetzt nicht ganz so gut. Kucheni ist jetzt hier... Ja, und der macht das jetzt. Ach komm, Alter, was ist denn das denn schon wieder? Was ist das denn für eine Flanke? Warum funktioniert denn so ein Quatsch? Was ist das denn? Der Spieler ist nicht frei. Das ist ein Innenverteidiger, der das Teil schlägt. Warum sollte das funktionieren? Och, come on!
Ah, ich spiele aber auch nicht gut. Aus dieser Situation kann ich mehr machen, wenn ich mich ein bisschen feiner bewege. Oh ja. Wow, Cahill blockt den Schuss. Oh, ich kam in die schnellste Situation mit Dybala. Das hätte eine gute Chance gehabt, ein Tor zu geben. So geil teilweise, was los ist, ey. Ich weiß es nicht. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Das macht er gut, aber man wusste schon mal, welchen ich spiele. Ich würde ihn auch hochspielen. Ist er besonders lange unterwegs. Kann wieder einer erklären, warum der Ball kurz offen lag? Schade. Sehr schade, das hätte sein können. Fand ich auch einfach extrem geduldig, wie ich das bis dahin gemacht habe. Ja. Fand ich geduldig, wie ich es bis dahin das gemacht habe. Ärgerlich, dass es dann leider geblockt wurde. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich mach doch nichts. Warum ist das denn jetzt schon wieder faul? Ich mach echt gar nichts. Wenn ich halt wirklich irgendwie so aktiv draufgehen würde, wenn ich ihn einfach nur auch irgendwo ohne Ball blockieren würde oder irgendwie irgendwas machen würde, wo ich sage, oh ja, das habe ich jetzt gerade auch irgendwo letztendlich wirklich konkret beeinflusst. So, der ist geil auf Stur. Och. Und der ist langsam, der Ball ist zu steil. Schade. Das war aber eine schöne Situation. In solche Situationen muss ich mich bringen. Dann wird das auch hin und wieder dann ein Tor geben. Ja. Ist so kaputt teilweise das Spiel, habe ich das Gefühl. Och Mann, jetzt, das kann's doch nicht sein. Das ist so der nächste geblockte Schuss. Und jetzt weiß ich nicht mal, ob es wieder ein Mitspieler war. Weil wenn es ein Mitspieler war, dann raste ich wieder komplett aus. Und ich kann es nicht ausschließen, dass es ein Mitspieler war. Das sieht doch gut aus. Fand die Flanke nicht schlecht von der Idee. Fand ich auch genau richtig geschlagen. War sehr schwer zu verteidigen. Schön. Komm. Wow! Naja. Ich gebe gerade mein Bestes. Ich komme in die Situation. Es klappt. Es fehlt nicht viel. Und ich denke, da wäre der Ausgleich schon möglich gewesen. Aber es geht. Es klappt. Es fehlt einfach gerade immer das Letzte. Und das ist dann halt echt schade. Na, ist aber Ecke. Krass, sehr schön. Ja, der wird halt nicht häufig reingehen. Aber ist ein Versuch wert, wie ich finde. Kann man machen. Wenn er reingeht, ist es halt wunderschön. Ist die Freude groß. Ich probiere mal was. Einfach mal flanken. Klappt leider nicht. Hatte fast die Möglichkeit, den Ball zu erobern, aber leider nicht bekommen. Ja, sieht nach einer Niederlage aus. Ich finde es
Find ich nicht gerechtfertigt. Nehmen wir welche Affen mit. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Ja. Ja? Ja? Nö, dann durch. Nö. Aber das ist doch so schade. Ich finde, ich mache echt gute Aktionen gerade und es wird nichts belohnt. Nichts führt mal zu dem Tor. Und das ist jetzt langsam, in der Summe würde ich sagen, wäre es einfach an der Zeit gewesen. Ach komm. Hebel einmal komplett die ganze Abwehr aus. Naja, das sind so Spiele. Das hatte ich jetzt schon häufiger in Liga 3. Gegner spielt gut, es ist schwer, es ist anspruchsvoll, es gelingen Sachen. Und es ist aber einfach dadurch, dass es deutlich enger ist, weil der Gegner besser ist als die Spieler aus den vorigen Ligen, dass dann seltener diese Situation, ach komm, es gibt auch noch 8 Meter, seltener diese Situation halt entstehen, wo ich zu Toren komme, ganz einfach gesprochen. Und wenn es dann halt so eng ist, dann reicht es vielleicht nicht mehr, wenn man nur halt 3 Torchancen mehr als der Gegner herausarbeitet. Und ich, ganz ehrlich, ich finde die Tore von ihm halt auch echt. Also das ist den Elfmeter, ja, das 1-0 kann man auch sagen, das war dann mein Fehler. Okay, dass der so reingeht. Okay, das zweite Tor von ihm. Was zur Hölle, bitte. Naja. Schade. Ich denke, ich werde einige Schüsse abgegeben haben, aber waren auch wirklich viele dabei, die nicht zwingend reingehen müssen. Aber der Gegner hat auch einige Schüsse abgegeben. Ja, enges Spiel. Ich denke, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Und damit, ja, geht es weiter wirklich hopp oder top hier in der Liga 3 weiter. Entweder gewinne ich oder ich verliere. Und damit ist jetzt klar, wir haben jetzt, glaube ich, noch 3 Spiele verbleiben. Ich muss alle gewinnen, um noch den Titel zu holen. Und 2, um den Aufstieg zu sichern. Also es ist ein strammes Programm, ist nicht einfach. Und gerade wie es so läuft, denke ich, es wird nicht klappen mit dem Titel. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Nächstes Mal dann vielleicht noch der Pokal. Den hatte ich jetzt letztes Mal schon gezeigt. Weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, aufgrund der, dass die Aufnahme kaputt gegangen ist. Oder so teilweise kaputt war. Bin ich noch überlegen, ob ich mal dafür probiere, ein Team zu basteln. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Da wird sie halt echt abgebaut. Muss man auch mal... Oh! Fuck, Alter! Ja, Mann! Ist das...